Wakey, wakey! Bitte beeil dich, weil wir haben echt Stress. Ja, ich kann das echt. Wir sind gerade schon wieder ein bisschen im Stress. Ich war sehr stolz. Ich habe lange in der Dusche geübt. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Schminkroutine. Als allererstes benutzen wir Blush. Guck mal, dieser Mini-Pinsel. Der ist echt eigentlich ganz nice, aber zu Hause benutze ich einen anderen. Gar keinen Sinn, was wir hier drehen. Es ist 9 Uhr. Das ist der Pinsel, den ich hierzu verwende. Wir sind übermüdet und sind komisch. Und dann verwende ich das hier. Das ist meine Mascara, Dare Wheel von Benefit. Trag es mir auf die Lippen auf. Welche Lippen? Oh, ich meinte die Wimper, sorry. Wow, that looks amazing. Und jetzt musst du einmal vormachen, wie Julia uns heute Morgen geweckt hat. Wakey, wakey. Wakey, wakey. Aber auch nur, weil die lieben mir so lange schlafen. Ich bin schon so lange. So lang. Und denke mir so, ja, bis halb neun. Und dann denke ich mir so, so lang. Jetzt müssen wir mal aufstehen. Ich habe schon Frühstück. Ja, was gibt's denn jetzt zum Frühstück? Nutella Toast. Nutella Toast. Das ist gesunde Ernährung schon wieder bei Julia. Ja, saugeil. Guten Appetit. Geilo. Hella liebt dieses Frühstück. Einfach Toast mit Nutella. Das würde sie sich zu Hause auch wünschen. Aber da gibt es immer einen auf dem Deckel, wenn du das machst. Haben wir eigentlich schon Mia gezeigt? Das ist der andere Hund, den Julia noch hat. Mal die spielen. Wir haben Zeitdruck. Zeitdruck. Was machen wir überhaupt? Wir machen richtig coole Sachen jetzt. Okay. Und die Zeit wird knapp. Unser Video wird einfach nur aus diesem Hund bestehen, glaube ich. Hallo. Hi. Buddy. Hi. Komm. Wir drehen jetzt ein YouTube-Video. Leute, ihr müsst euch auch einmal kurz in diesem Vlog diese Mini-Gamaschen anschauen. Wie niedlich sind die bitte? Richtig süß. Das hat hier nichts in dem Vlog verloren, Hella. Doch. Es geht hier nicht um Pferde. Doch. Es geht hier um Kutschefahrer. Nee, in unserem Video nicht. Doch, das geht. Aber wir drehen jetzt ein Video, wo es darum geht, dass Julia ihre Pferde zum ersten Mal anspannt. Wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr bei Julia auf dem Kanal vorbeischauen. Oh ja, bitte. Hella und Tom werden euch das Video hoffentlich verlinken. Ja, klar, natürlich. Aber das ist erst das erste Video, was wir heute drehen. Wir drehen heute ganz viele Videos, weil wir sind ja nur 2 volle Tage hier und müssen halt so viel schaffen, wie es geht. So viel Content produzieren, wie es geht. Dann geht es für uns ja auch weiter, aber da sage ich noch nicht, wohin. Guckt euch das an. Hier ist ein Chicken, das wurde gemobbt von den anderen Chickens. Und jetzt ist es in Einzelhaft. Bei ihm geht es jetzt schon besser. Süßes Hühnchen. Leute, schaut mal, Julia hat einen Dalmatiner. Oh mein Gott. So süß. Wenn man denkt, Valentino ist klein, dann sollen wir mal dieses Pferd sehen. Ey, die sind noch kleiner. Was ist das für eine Rasse? Die sind tatsächlich nie so klein. Ja. Yeah. Der ist nur 77 cm klein. 77 cm. Valentino ist halt 1 Meter und viel breiter und alles. Hella darf jetzt auch mal auf der Kutsche sitzen. Richtig gut. Eine Ewigkeit später. Oh, das Essen war so köstlich. Hast das du das eigentlich gefilmt? Nein, warum wir haben gerade. Julias Oma hat für uns gekocht und das war ja, richtig lecker. Wir müssen jetzt schnell in die City, in die Innenstadt von Rosenheim, denn wir holen jetzt noch jemanden ab. Es wird und ein zwar, richtiges. Soll ich schon sagen? Nein, oder das nicht? Wird eine Überraschung, Leute. So, denn können wir ja losgehen. Lies mal bitte den Satz da unten vor. Heute ist ein schöner Tag. Und ist das so? Ja. Es sollte eigentlich den ganzen Tag gewittern und regnen und wir haben noch nichts abbekommen. Ja, mega gut. Ich hoffe, das bleibt so. Let's go. Let's go. Hier? Ach, daraus. Ich freue mich. Nice. Wir machen gleich noch eine kleine City-Tour in Rosenheim, würde ich sagen. Yes. Julia hat noch einen Termin und dann müssen wir die Zeit irgendwie in Rosenheim nutzen. Überbrücken. Okay. Ja. Rosenheim ist wunderschön. Wir haben uns gerade noch was richtig Cooles überlegt und zwar wollen wir... Wir müssen das Video erstmal anfangen, Miller. Nein. Wir haben uns gerade was richtig Cooles überlegt für Sandra. Und zwar wollen wir sie gleich pranken. Ja, überhaupt abholen. Wir hatten doch noch gar nicht gesagt, wen wir abholen, Hella. Egal, wir haben uns überlegt, wir pranken sie richtig witzig. Und zwar, Tom und ich schlafen hier auf dem Sofa von Julia. Und Sandra soll in dem Bett von Julia mit ihr zusammen halt schlafen. Aber wir tun so, als wenn Luni, also der Hund von Julia, Sandra nicht mag. Und deshalb muss sie draußen schlafen, in dem Pferdestall von den Minis. Man muss dazu sagen, Luni mag gar keinen. Luni ist ein bisschen speziell, mag halt erstmal fremde Leute. Und ich mag sie. Naja. Ja, es geht so. Es geht so. Julia ist halt eine gute Mutti und die will halt ihren Hund beschützen und deswegen darf Sandra nicht in dem Bett schlafen. Weil Luni da schlafen muss und deshalb muss Sandra im Pferdestall schlafen. Und ihre Reaktion werden wir dann filmen, weil wir ja eh die ganze Zeit mit vloggen und so. Und ich bin total gespannt, wie sie darauf reagieren wird. Das geht komplett in die Hose.
Hause. Glaube ich auch. Aber es wäre so witzig, wenn sie das einfach so mitmacht und sich dann so denkt, ich muss jetzt hier wirklich schlafen. Sie würde einfach denken, ich bin ein richtig schlechter Gastgeber, muss ich sagen. Ja. Bitte beeil dich, weil wir haben echt Stress. Wir sind im Stress, Leute. Julia hat einen Termin und Sandra ist auf der falschen Seite aus dem Bahnhof raus. Ich laufe mal los und versuche, Sandra zu finden. Wir müssen uns richtig beeilen, weil Julia in 15 Minuten einen Notartermin hat. Sollt ihr was abnehmen? Nein, ganz schon. Hi, na! Schön, dass du da bist. Video habt ihr gesehen. Ich bin auch Pferdetrainer. Schon lange so. Das ist jetzt, du bist auch Pferdetrainer, aber die Zweibeinigen. Also noch nicht mehr. Tschüss. Stress. Leben am Limit hier. Ja. Eine Stunde Verspätung. Richtig gut. Bei 2 Stunden Fahrzeit. Sie ist aus einem anderen Land gekommen, in ein Ausland. Aus einem Fernsehen. Aber du sprichst voll gut Deutsch, muss man sagen. Dankeschön. Fließend. Fließend. Gesundheit. Guck mal, das ist so jetzt in Slow Motion. Der Party ist ein bisschen erbost, dass wir so spät sind, aber... 5 Minuten hast du noch. Jetzt können wir halt entspannen. Ja, ich habe actually AirPods so in der Hosentasche und ein Handy. Ich habe nicht mal Geld dabei. Wir haben Geld. Alles gut. Jonas, und keine Zeit. So, ich übergebe jetzt die Kamera an Sandra, denn wir drehen gerade 3 Videos parallel mit dieser Kamera. Für Julia eins, für den Ella und Tom Kanal eins und jetzt noch für Sandra. Oh, vielen Dank. Leute, Rosenheim. Was? Ihr seid so am Quatschen, aber was sagt ihr zu Rosenheim? Sieht voll schön hier aus. Richtig schön. Haben wir hier nicht letztes Mal gegessen? Ja, hier haben wir letztes Mal gegessen. Oh, das schickes Städtchen. Lecker. Was trinkst du da, Ella? Rhabarberschorle. Hast du das schon mal gehört? Nein. Rhabarberschorle. Nein, das ist so lecker. Ich würde sagen, Sandra probiert das jetzt mal als erstes. Hier, bitte schön. Auf Ex. Und dann bin ich mal gespannt, was sie sagt. Schmeckt gut. Wir haben Apfelschorle bestellt. Und? Schmeckt gut, wie Apfelschorle. Wusstest du, dass wir Pommes bei uns im Norden Kartoffelstifte nennen? Nein, nennt ihr doch nicht. Wirklich? Ist das blöd? Kartoffelstifte. Und das ist geil. Die Farbe, und dann kann man mit dem schreiben. Deswegen nennen wir die Kartoffelstifte. Das ist aber gut. Würde ich so übernehmen. Hat es gemundet? Es hat gemundet. Gut, du hast geschmeckt. Gut. Ab jetzt reden wir nur noch Mundart. Jetzt müssen wir Julia wiederfinden, denn es geht jetzt zu Julia. Hat es gut geschmeckt, ja, hat es gut geschmeckt. Wir reden jetzt nur mit Mundart, haben wir gesagt zum Tom. Über was? Da verstehen wir aber nichts mehr. Nur mit Mundart. Kannst du Mundart? Mundart. Na, freilich kann ich Bohrisch reden, hä? Kannst du das auch, Hilla? Ja, ich kann das auch. Inzwischen. So, was machen wir jetzt, Leute? Sie mag mich? Ja, richtig komisch. Wer mag dich? Die Luni mag Sandra. Normal mag sie keinen. Ja, versuch sie mal zu. Wo schläfst du? Ja, bei dir. Achso, wir haben gar keinen Platz mehr. Ach, schläft jetzt schon der Hund? Ja, jetzt ist schwierig. Das haben wir jetzt nicht bedacht, ja. Die Luni? Sie kann bei uns im Bett schlafen, dann schlafen wir zu dritt. Wir schlafen da auf dem Sofa. Ja, ihr schlaft zu dritt einfach, oder? Ist okay. Aha. Oh. Na toll. Oh. Ja, schau mal. Ist echt krass. Naja, okay. Dann könnt ihr ja doch in einem Bett schlafen. Können wir doch in einem Bett schlafen. Man sagt, ja. Wir wollten dich eigentlich pranken, aber der Plan war, dass der Hund nicht im Hund vorschlafen. Nein. Dass der Hund nicht anschläft. Dass halt Luni reinkommt, dass du reinkommst und Luni kennt dich nicht und sie kläfft dich voll an. Und dann hätte ich gesagt, ja, scheiße, Sandra. Das geht. Und außerdem schläft sie nicht bei mir im Bett. Julia hat voll verkackt. Julia hat Warte, ganz kurz. Luni schläft nicht bei mir im Bett, weil sie das nicht möchte. Oh. Ich würde immer tatsächlich gerne, dass sie bei mir im Bett schläft. Aber sie dürfte das, aber nein, sie macht das nicht. 3 Stunden später. Hier seht ihr eine Sandra, die jetzt Wally putzt. Boah. Solche saubere Pferde hätte ich auch mal gerne. Ich muss halt ehrlich sagen, der hat so einen nice dicken Schweif. Ja. Wie nice. Wir machen die Pferdchen jetzt fertig und dann geht's gleich los. Oh, die sind so süß. Wollen die mal alle knutschen, ne? Barky hat mich gestern auch die ganze Zeit abgeknutscht. Und hier steht Wally. Wally. Und Pilzerli steht daneben. Hallo. Wir sind gerade schon wieder ein bisschen im Stress. Ja. Es geht nämlich gleich los, weil wir die Halle gemietet haben. Um 16 Uhr. Ella wird mit eingespannt hier. Ella, was sagst du zum Schweif von Gainesville? Bist du ein bisschen neidisch? Ja. Schnell, komm. Ich sitze jetzt auf Gainesville drauf. Wir sind auch schon auf dem Weg. Und Leute, wie schön ist die Aussicht hier mit den Bergen. Unglaublich. Tom läuft gerade neben mir und im Hintergrund sind Sandra und Julia. Ich bin immer der Trottel, der laufen muss. Ja, Julia muss auch laufen. Da sind wenigstens mal Haare dran. Ja, was soll das? Ich nehme die Kamera wieder.
Ach, ist das schön hier. Ich bin noch nicht getrabt oder so, aber meine Bügel sind auch mal viel zu lang. Wir machen jetzt Fotos. 1, 2, 3. Passt. Passt. So läuft das hier. Wir sind schon zu spät, Leute. Ja. Buddy, komm. Wie süß. Buddy, komm. Du hast einfach zu kurze Beine, Hella. Ja, wieso ist das so? Alle haben hier lange Beine und ich habe solche mini kurzen Stummelbeine. Und schaut euch das an, das ist mir immer noch halt viel zu lang, aber egal. Besser als vorher. Die wilden Hühner sind wieder zu Hause. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück und der Akku war leider leer, deswegen konnten wir nicht mehr so viel filmen. Wir sind einfach K.O. und ich würde sagen, wir machen beste jetzt Aufnahmen, eine beste Perspektive. Mittagspause. Ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Ich glaube, wir drehen auch morgen keinen Vlog. Da kommt der Getränkelieferant. Der Getränkelieferant bringt Flotzinger, Cola Mix, dein Best. Das ist übrigens der geilste Spezi überhaupt. Oh, sorry, Leute. So schlecht. Das tut mir echt leid, der musste raus. Oh mein Gott. Seid so schlecht. Wahrscheinlich macht er das extra, damit man seine echten 14 nicht. Ich mach das gleich besser. Ja, das ist gut. Oh, Entschuldigung. Das war so Mann! Schlimm. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Essen. Wow. Wo geht's hin, Julia? Zum Griechen, ne? Auf Wunsch der Sandra. Okay, Leute, jetzt 3, 2, 1. Griechischer Wein. Ist so schön, wie das Glück der Erde kommt. Unter dem Video. Warum schinkt keiner? Unter einem Video haben welche kommentiert, dass ich gut singen kann. War sehr stolz. Ich habe lange in der Dusche geübt. Genauso wie Toms Mutter immer sagt, Shoutout an dieser Stelle. Tom ist so musikalisch. Ja. Ja. Oh, Buddy ist natürlich auch mit dabei, der kleine Mann. Oh, ich habe jetzt im Tiergeschäft eine Leine bekommen, die er nicht sofort zerbeißen kann, nachdem wir jetzt 7 Leinen haben, weil er beißt die immer am Ansatz durch. Oh no. Hat er jetzt hier leider ein kleines Kätzchen bekommen. Oh, der ist so süß. Dass er halt nicht gleich durchbeißen kann, weil sonst wird es echt ein bisschen teuer hier, bis er das halt gelernt hat, dass irgendwann nicht reicht's auch, ne? Sind jetzt bei Poseidon. Oh Gott, also, die Aufnahme ist nicht so auch mal. Poseidon. Naja, wir warten jetzt auf jeden Fall auf einen Tisch. Dankeschön. Das ist die Speisekarte, Leute. Ich bin dafür, wir singen die jetzt in dieser Melodie von griechischer Wein. Tzatziki, Joghurt mit Gurken und Knoblauch. So mares hausgemacht, gefüllt mit Leute, Wein. Was ich wohne hier. Ich wohne hier. Ich will hier gerne noch öfter singen. Uns kennt ihr keiner. Ja, das ist halt echt mies. Wir haben keine Angst. Hier im Ausland ist. Gleich. Julia meinte gerade, Vloggen wäre zu anstrengend, aber ihre Instagram-Story ist immer 10 Minuten lang. Ist auch ein Vlog. Ich wollte nur gerade sagen, schaut euch das mal an. Die Sandra. Ich habe Sandra heute Mittag geinfluenced. Hast du denn... So, habt ihr schon ausgesucht, ja? Aber ich wollte nur sagen, Sandra wurde geinfluenced. Hast du eigentlich den Rabattcode Hella10 angewendet? Ja, klar. Und Julia hat auch gerade Rhabarberschorle zum ersten Mal probiert. Und wie schmeckt's dir? Ich bin nicht so ganz begeistert, wenn ich ehrlich bin. Aber ich muss sagen, heute Mittag, da war keine Orange drin und dann hat das irgendwie besser geschmeckt. Ja. Weil jetzt ist es halt Rhabarber mit Orange und das wollte man eigentlich nicht. Ja, heißt einfach nee. Und ich würde sagen, wir schreiben jetzt einen Vokabeltest. Kalispera. An dieser Stelle. Kalimera. Wer gewinnt wohl? Ochi para calo fadio tria. Kalimera. Was heißt guten Morgen? Kalimera. Das wissen wir mittlerweile. Oh. Das ist das einzige Wort, was ich jetzt auch wusste, ja, nachdem sie Sandra dreimal gesagt hat. Guten Appetit. Appetite. Danke. Aber du hast noch dein Update. Das ist alles, was du bestellt hast? Na, komm noch was. Irgendwann spät. Erste in dieser Woche. Super gut gefällt. Die Hella hat eine super positive Ausstrahlung. Ist motiviert, ist strahlend. Mit ihrem besten Freund losgetigert. Mit ihrem besten Freund? Du bist mein bester Freund, Tommy. Das ist übrigens Fashion Star, da haben wir mal vor 2 Jahren mitgemacht. Ich bedenke, dass sie nicht nur an sich schaut bei YouTube hat dabei. Oh mein Gott! Du hast gewonnen! Applaus! Das ist sowas wie Shopping Queen, aber für Pferde. Und da habe ich mich damals angemeldet, wurde dann angenommen, richtig cool. Und dann sind wir da in den Laden gegangen und haben für 600 Euro Sachen geshoppt. Und ich habe dann gewonnen am Ende, richtig cool. Und ich war die Shoppingbegleitung. Der Kumpel. Aber als Kumpel. Irgendwann dann Kameramann und dann bester Freund. Einmal mit Socken. Ohne Socken, sie ist barfuß. Was machst du da? Lass uns doch das Ende. 10 Euro, wenn du da reinspringst. Wirklich? Ja.
10 Euro. Ja. Oh mein Gott, sie macht das! Ja, ich mach das! Aber ich mach nichts für 10 Euro. 12. Jetzt erzähl, warum bist du barfuß? Wir wollten das Ende drehen. Und Hella so, lass uns doch zu den Pferden gehen. Aber sie ist die Einzige, die Schuhe anhat. Sie hat halt die Latschen angezogen, die da waren. Okay, Leute, bitte dreht schnell das Ende. Gut, Leute, ich würde sagen... Oh, sorry, ich bin ihm noch auf die Füße getreten. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir jetzt das Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch gut mitnehmen über den Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog oder Video wieder. Das war sehr schlecht, aber ich wollte nur kurz sagen, morgen drehen wir leider keinen Vlog. Denn das war heute so stressig, weil wir für Sandra ein Video gedreht haben. Hier ist ein Stromzaun. Naja, und wir haben auf jeden Fall heute für Sandra ein Video gedreht. Wir haben für Julia zwei Videos gedreht. Wir haben für diesen Kanal ein Video gedreht. Und morgen drehen wir wieder irgendwie 4 Videos. Und dann dachten wir, es ist too much, nebenbei noch zu vloggen. Also schaut dann einfach auf Sandras Kanal vorbei, auf Hellas Kanal vorbei, auf Julias Kanal vorbei. Da findet ihr genug Videos. Dann sehen wir uns nämlich am Freitag wieder da. Also übermorgen gibt es dann einen neuen Vlog. Denn dann fahren Hella und ich noch woanders hin mit dem Zug. Und das wird wieder spannend. Ja, machen wir so. Jubel! Und dann geht's weiter. Bis dann. Gute Nacht. Tschüss. Bis dann. Tschüss.